Hallo und herzlich willkommen zu unserer FIFA 15 Spieltagsprognose vom dritten Spieltag der zweiten Fußball-Bundesliga. Wir spielen das Montagsspiel 1. FC Nürnberg gegen 1860 und mit den Löwen zu Gast in Nürnberg ist der Daniel. Hallöchen. Servus. So, und aus gegebenen Anlass halt auch hier nochmal, wie gesagt, wir werden nicht müde zu erwähnen, ja, wir spielen derzeit noch mit FIFA 15 unsere Prognosen. Das ist aber einfach der Tatsache geschuldet, dass halt das neue Spiel noch nicht draußen ist. Warte, ich gebe dir mal den Ball zurück. So. Danke. Und ja, Punkt. So, und dann noch der kleine Hinweis, jeder, der sich schon auf FIFA 16 freut, so wie wir es tun, ihr findet einen Amazon-Link für sämtliche Konsolen, also für sämtliche Plattformen, auch PC, in der Videobeschreibung. Wenn ihr es darüber kauft, es kostet nicht mehr, aber es würde uns halt auch unterstützen. Also daher würden wir uns schon freuen, wenn ihr da zugreift. Und das war's auch schon mit Eigenwerbung. Wir konzentrieren uns auf das Spiel. So. Krieg ich den noch? Nee, den krieg ich nicht mehr. Scheiße. Pah! Von wegen Tiki-Taka, ey. Das ist das falsche München. Ja, Daniel hat jetzt aus den letzten Spielen gelernt. Er versucht jetzt 0-0 über die Zeit zu retten. Mit einem Fehlpass. Weg. Bam, Junge. Das kam ein bisschen überraschend. Aber bam. Der kam sehr gut rein. Ja. Sehr gut, sehr, sehr schön. Guck mal, drei weiße, ein roter, wer macht den Tor? Rot. Ach ja, aber 1860 auch im Pokal weitergekommen, also das ist... Die sind vielleicht auch für die eine oder andere Überraschung in der Saison gut, aber ich will es mal nicht überbewerten. Es hängt ja, ist immer noch so ein bisschen Frühform, abhängig die Pokalspiele, ja. Gerade so in der ersten Runde. Aber dass sie trotzdem weitergekommen sind, gegen wen sind denn die weitergekommen? Gegen wen hatten 68 ja, gespielt? Auch gegen einen größeren. Waren sie nicht gegen Hoffenheim? Ja, genau, gegen die TSG, richtig. Deswegen, die haben doch einen Bundesligisten geschlagen. Aber ich wollte gerade sagen, es wundert mich nicht, dass ich mal wieder nicht auf die TSG kam. Weil die glaubst du immer noch nicht, dass das Bundesliga ist. Ja, das aber weißt du, ich habe heute die vergisst man gerne, finde ich. Ich hab heute mal wieder Sport 1 geguckt, Bundesliga. Also und da hat der Bundesliga Neuling der erste FC Ingolstadt, auch bekannt unter Schanzer. Ja. Einen schönen Satz gebracht, weil die sind ja auch ein sogenannter möchte man wieder sagen Retortenverein, was ich ja nicht mag. Weil die sind ja 2004 gegründet worden. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Der hat aber einen schönen Satz gemacht, man sollte doch so viel Respekt und Toleranz haben, auch gegen einen neuen Verein, ja, wie es jetzt so einige jetzt sind, den Tradition aufbauen zu lassen. Weil keiner der hiesigen Traditionsvereine hatte von Anfang an Tradition. Richtig. Ja, und das fand ich als sehr schön. Ja, das ist auch vollkommen jetzt, richtig. Es ist ja auch immer nur, das ist auch nur die ganze Zeit Geninge von Mannschaften, die sich ungerecht behandelt fühlen. Wir wollen ja auch dazu sagen, gucken wir uns, was Tradition bringt. Ja? Ja. Spielabbrüche, fliegende Feuerzeuge. Wir reden vom VfL Osnabrück, Traditionsverein. Richtig. Sowas will ich nicht haben. Nee, deswegen fand ich den Satz sehr schön. Wie gesagt, die sind ja auch erst 2004 gegründet, also neu entstanden, sagen wir es mal so. Und ich habe aus dem Pokalspiel gelernt, dass der Hamburger SV, gell, ganz schön bescheißt mit seinem Gründungsjahr. Aber mal richtig. Weil Fußball gibt es nicht, seitdem es den HSV gibt. Nein, aber ich habe gelernt, der HSV ist quasi ein Zusammenschluss. Der Zusammenschluss dreier Mannschaften aus dem Hamburger Raum. Ja? 1913. Was hat sich aber der HSV gedacht? Wir nehmen einfach das Gründungsjahr des ältesten Club ein. Ja. Und das war 1887. Tja. Und somit steht im Gründungsjahr vom Hamburger SV 1887. Na ja, gut, ja. Hamburg. Wie bescheißen wir mal über 30 Jahre? Ja. Tja. Aber so spielen sie auch.
beschissen. Richtig. Gut erkannt. Sie haben diese Saison 17,52 Millionen Euro ausgegeben für den jetzigen Kader. Naja, Shiplock wird allein schon ordentlich gekostet haben. Ja, wir müssen ja jetzt nur noch den Jenaer Torwart fragen, wie viel er verdient. Das weiß er, und das weiß ja auch halb Hamburg. Nachdem ja die Aktentasche verloren gegangen ist im Park oder gestohlen worden ist und dann im Park wiedergefunden worden ist. Gestohlen. Das ist. Ja, jetzt heißt es, es wird entwendet. Ja, also ich habe es heute irgendwo gelesen gehabt, glaube ich, im Kicker, dass die Anzeige von dem Sportdirektor auch eine Woche später kam. Also, dass das Ding entwendet wurde. Also, das muss schon länger fort sein und dem bekannt sein. Oder hat halt eine Woche, nachdem es mir aufgefallen ist, hat er es halt erst gemeldet. Also, es ist wirklich... Oh. Du sagst, da kann nichts Gutes rauskommen, wenn wir über Hamburg reden. Nee, das Schlimme daran ist, ich habe gerade, siehst du den Spieler, der in der Mitte läuft? Ja. Den hatte ich über Kontrolle. Der Spieler, der bei dir war, den habe ich nicht zur Kontrolle gekriegt. FIFA. Was echt geil ist, wenn du versuchst, einen Angreifer zu stoppen, wenn du nicht mal den Spieler kontrollieren kannst, der den Angreifer mal näher hat. Gott, nervt das. Oh, sehr gut. Auch mal dran vorbeirennen. Das ist alles möglich. Oh, na klar. Super, ich habe 51% Ballbesitz. Das ist klasse. Ja, das ist. Ja, wir haben es ja vorhin schon mal, als wir noch die Statistik von der letzten Saison durchgegangen sind, ist uns auch schon aufgefallen. 58% Ballbesitz, aber das hat halt nicht zu heißen. Ne? Wie nennt sich das brutlose Kunst, gell? Jetzt willst du es aber magisch machen. Jetzt willst du es magisch machen. Ja? Das ist, also ich habe ja schon 3 Tore geschossen. Jetzt habe ich auch die Möglichkeit. Was hältst du eigentlich von der Idee, was 1860 hat? Die wollen eigentlich Stadion. Ja, wenn sie es sich leisten können. Und das sehe ich ehrlich gesagt nicht. Also sie konnten sich ja bis jetzt noch nicht mal die Allianz Arena leisten. Ja. Super. Jetzt auch nicht, das war unfair. Ja, aber ich hatte ein Kreuz über meinem Spieler. Super, ich krieg noch nicht mal mehr den Ball weg, aber ist okay. Da. Sehr gut. Ach, ich hatte nee, den Ball ja eigentlich schon sicher, aber ist okay. Ja. Okay, jetzt. Du könntest auch auswechseln, wenn du willst, wenn du noch 8 Minuten mit einem anderen spielen willst, der nicht verletzt ist. Leck mich doch nicht. Ey, das ist doch mal ein Witz. Ja, das ist, man merkt sich, das kommt der Frust mit. Ja, komm, mach mal. Ey, Alter. Das ist, der hätte gar nicht einwerfen dürfen, hä? Bam. So, Ende Gelände. Oder? Nee, abseits. Gelbe Karte. Nachträglich, oder? Ja. Stimmt. Hast du dir ja verdient. Na, Galgenmacher. Hm. Kagelmacher. Ja. Ach, Gott sei Dank werden uns die Namen angezeigt. Hm. Super, dass es nicht funktioniert, aber ist okay. Super. War schön, war toll, klasse, es hat mich gefreut. Das ist genau das, was ich vorhin meinte. Wir kommen irgendwann an den Punkt. Dann merkt man das spätestens an unseren Verabschiedungen. Ja, das ist wie auch bisher die bisherigen Spieltage gelaufen sind. Ja. Guck mal, viermal dasselbe. Klasse. Viermal dasselbe. Und ja, und guck mal, und die Meisterschaft mit dem ersten FC Nürnberg. Ich krieg Zustände. Ja. Für mich als Bayern-Fan ist das gerade sehr deprimierend. Ja gut, die ansonsten hätte 1860 die Trophäe bekommen. Keine Meisterschaft gewonnen. Nee. Doch, wir hatten beide gleich viel Punkte. Ach ja? Wer gewonnen hätte, hätte die Meisterschaft gewonnen. Ne? Wäre es wenigstens Münchner Verein gewesen und kein Franke. Tja, dann muss ich jetzt durch. Gut, dann sage ich an der Stelle erstmal herzlichen Dank fürs Reinschalten, herzlichen Dank fürs Mitspielen, Daniel. Ja, sehr gerne. Und
Der Hinweis nochmal, ihr findet die FIFA 16 Links von Amazon unten in der Videobeschreibung. Danke schon mal im Voraus. Schönen Tag noch. Tschüss. Tschüss.